Wir arbeiten mit der Firma Ascom schon seit längerem zusammen in unseren jeweiligen Veranstaltungshäusern des Konzerthauses wie aber auch der Messe Freiburg. Hier haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weshalb auch die verantwortlichen Mitarbeiter des Weihnachtsmarktes auf das Unternehmen Ascom zugegangen sind, ob nicht die Möglichkeit einer Vollbeschallung des Weihnachtsmarktes, welcher sich in Freiburg ja auf unterschiedlichen Plätzen stattfindet, ob es dort eine Lösung von der Firma Ascom gibt, die man anbieten kann. Hier muss ich sagen, dass die Anfrage Anfang November, das heißt also 3 Wochen vor dem Weihnachtsmarkt stattfand und bis zum Eröffnungstag diese auch installiert wurde und sozusagen in Gang gebracht wurde. Und das spricht natürlich eindeutig für das Unternehmen Ascom. Mit unserer EFA-Lösung schaffen wir es, mit unseren Endgeräten, PNA-Lösungen, Sicherheitskonzepte, Konferenzen und Durchsagefunktionen umzusetzen. Ja, Ascom steht ja dafür, dass wir immer wieder durch Kundenideen Lösungen kreieren und die dann versuchen, mit unserer Technologie umzusetzen. Und das haben wir hier in Freiburg auch wieder geschafft. Hier eine ganz neue Strategie und eine neue Lösung zu kreieren für Städten und Gemeinden, aber auch für Veranstaltungsunternehmen. Und wir kombinieren hier unsere klassischen Ascom-Lösungen, wie zum Beispiel die PNA-Lösung, mit Veranstaltungs- und Durchsagetechnik. Ja, bei den bisherigen Lösungen ist es so, dass wir das von der Einschätzung der Situation bis zur Evakuierung sehr viel Kommunikation dazwischen war. Und durch unsere Lösung können wir von der Situationseinschätzung bis zur Durchsage innerhalb von Sekunden Durchsagen ansteuern und diese auch durch Lautsprecher durchsagen lassen. Ja, also wir bauen unsere Infrastruktur über eine Plug-and-Play-Lösung auf. Das heißt, wir uns zum Beispiel unsere Basisstationen werden über Stecksysteme angebunden an das System und können sehr schnell auf und aber auch wieder abgebaut werden. Und das ist natürlich gerade in der Veranstaltungstechnik sehr hilfreich. Wir von der FETM, der Freiburg Wirtschaft Touristik Messe, wir beschäftigen uns natürlich alljährlich damit, wie wir unsere Sicherheitskonzepte erweitern können und wie wir auch im Bereich der Haftung für die Besucher und die Beschicker verantwortlich sein können. Also tatsächlich kann auf einem Weihnachtsmarkt können unterschiedliche Situationen entstehen, wie beispielsweise, dass eine Unwetterdurchsage kommt und wir in der Lage sein müssen, die Fläche zu evakuieren. Achtung, Achtung! Es erfolgt eine Sicherheitsdurchsage. Wir wurden soeben über eine Unwetterwarnung informiert. Vorsorglich unterbrechen wir den Veranstaltungsbetrieb und bitten Sie, das Veranstaltungsgelände unverzüglich zu verlassen. Ebenso können Gefährdungssituationen oder auch beispielsweise, dass ein Kind vermisst wird, entstehen, sodass wir in der Lage sein müssen, von Veranstalterseite die Besucher darüber zu informieren, sodass beispielsweise auch ein Kind, das verloren gegangen ist, schnell wieder zur Familie zurückfindet. Tatsächlich können wir die PNA-ASCOM-Lösung auch dafür verwenden, untereinander zu kommunizieren, nicht nur von Veranstalterseite, sondern auch mit den Standbetreibern und der Polizeibehörde können wir uns direkt vernetzen. Und wir haben die Möglichkeit, wenn Notfallsituationen entstehen, direkt auch den Notfall und den jeweiligen Ort ausfindig zu machen und zu reagieren. Also wir haben die Telefone von Ascom zur Unterstützung vom Sicherheitskonzept bei uns in den Ständen, dass wir direkt den Security-Dienst rufen können oder im Notfall von Geschäft zu Geschäft telefonieren können, weil zum Beispiel am Wochenende, wenn so viele Leute da sind, die Handys nicht mehr funktionieren. Und damit können wir immer noch kommunizieren. Ich finde es ganz besonders, ein besonderer Moment, sagen wir es anders, wenn sozusagen die Dame aus dem Off einen Text vorliest bzw. vorträgt und es herrscht allgemeine Stille und große Erwartungshaltung, was dann da jetzt kommt für eine Information, und man merkt einfach, dass die Leute abgeholt werden, informiert werden und dass das natürlich dann auch zu deren Nutzen beiträgt, wenn in etwa gewarnt wird vor Taschendiebstählen oder so und dass man auf seine Wertsachen achten soll. Und von daher ist es eine Bereicherung dieses Weihnachtsmarktes bzw. für die Besucher. Liebe Besucherinnen, liebe Besucher des Weihnachtsmarkts Freiburg, eine wichtige Durchsage. Bitte achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche. Tragen Sie Ihre Tasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.